Sportler mögen es bekanntlich sehr zu gewinnen. Dabei sein ist alles, zählt für die meisten nicht, denn sie kommen mit dem Ziel, eine Medaille oder einen Sieg nach Hause zu bringen. Manche lassen sich für diesen Zweck aber richtig geniale Spielzüge oder Taktiken einfallen, auf die ihre Gegner niemals gekommen wären. Deswegen präsentieren wir euch heute einige der genialsten IQ-Momente im Sport. Seid unter anderem gespannt auf einen unfassbaren Golfschlag, eine schlaue Taktik von einem Fahrradfahrer und sogar auf die Tennislegende Roger Federer mit einem krassen Trickshot. Also bleibt dran, denn es wird auf jeden Fall sehenswert. Fangen wir an mit diesem Clip von einem Golfer, der sich etwas echt Krasses einfallen ließ. Er nutzte einfach die Wasseroberfläche als Sprungschanze für seinen Golfball und machte damit den vielleicht spektakulärsten Hole-in-One in der Geschichte des Golfens. Sich eine echt starke Antwort einfallen. Und jetzt zu drei krassen Spielzügen aus dem Fußball, mit denen die Spieler wirklich alles auseinandergenommen haben. Einer davon stammt übrigens vom bekannten Wunder von Bern. Achtet genau drauf. Und Ungarns Sturm. Kosic müssen schießen. Nachschuss, Puschka, Sturm! Neues Debakel an. Viele Basketballer vergessen ja bekanntlich manchmal, dass ihre Sportart eine Teamsportart ist und fallen durch egoistische Aktionen auf. Nicht diese Spieler hier, die haben das Teamspiel aber so richtig drauf. Damit verwirrten sie ihre Gegner maximal. Nun noch ein Basketballer, der aber ganz allein eine starke Leistung vollbracht hat. Er holte sich bei diesem Freiwurf blitzschnell den Rebound und bekam so 2 statt 1 Punkt und damit verhalf er seiner Mannschaft spektakulär zum Sieg. Nicht weniger spektakulär war dieser Touchdown bei einem American Football Spiel. Der Spieler Jerome Simpson machte über seinen Gegenspieler hier einfach einen Salto. Darauf muss man erstmal kommen. Wir bleiben jetzt noch kurz beim Football. Dieser American Football Spieler hat den Ball mit einem unglaublichen Move gesaved. Sein Körper war eigentlich schon außerhalb vom Spielfeld, aber der Ball nicht. Ein echt schlauer Schachzug. Nun rüber zum Eishockey und diesen 2 unfassbar gut ausgeführten Penalties. Schaut genau hin, wie der Spieler seine Schläge zuerst ausführt und dann nochmal antäuscht. Da hat echt kein Torwart eine Chance. Fake the shot. Kucherov on a break. In on Holtby. Fakes. Scores! He did it again! More on the forehand one here. And he does the same. Hier direkt noch ein Moment zum genauen Hingucken. Achtet vor allem auf den Basketballer oben links. Um seinen Gegner zu verwirren, wirft er seinem Gegner den Ball zwischen die Augen und verwandelt ihn danach. Jason Richardson had a flashback on this one. This is a playground flashback. Bounces right off the head, gives him a jumper shoot. Kevin would say, right. Well, Richardson had 7 threes. Fahrradfahren ist normalerweise eine Sportart, in der man keine besondere Taktik benutzen kann, sondern einfach nur schnell sein muss. Aber der Fahrer Michael Guerra hat lange getüftelt und inzwischen eine perfekte aerodynamische Position für längere Abfahrten gefunden. Tatsächlich passieren Momente, in denen Sportler ihre krassen und intelligenten Taktiken zeigen, oft beim Fußball, besonders bei Elfmetern und Freistößen, bei denen entschieden wird, welche Mannschaft gewinnt und welche verliert. Hier sind 5 von solchen Momenten. Diese Mannschaft hier tat so, als ob sie sich nicht einigen könnten, wer den Freistoß schießt. Das hat die Gegner wirklich maximal verwirrt. Zieht euch jetzt mal diesen krassen Freistoß mit Cristiano Ronaldo rein. Noch dazu war der Schuss nicht abgesprochen. Ronaldo hat die Flugbahn offenbar genauestens antizipiert und sich blitzschnell in Stellung gebracht. Hier direkt ein ähnlicher Moment von einem Frauenfußballspiel, bei dem ein Elfmeter anders ausgeführt wurde als normal. Diese geniale Taktik haben die Gegnerinnen beim englischen Spiel Arsenal gegen Notts County nicht kommen sehen. I tell you what, there's nothing better than a set piece like that working and coming off, and that's why the girls are so pleased, and that's why they ran over to the bench, because they've obviously practiced that and practiced it.
Jetzt zum vielleicht intelligentesten Moment in diesem Video. In diesem Spiel wollte ein Fußballer einen Trick benutzen und unter der Mauer durchschießen. Das hat einer seiner Gegner aber kommen sehen und achtet genau darauf, was er sich hat einfallen lassen. Und als letzten Elfmeter-Moment beim Fußball hier noch dieser extrem kreative Spielzug von zwei Spielern der roten Mannschaft bei einem Amateurspiel. Was für ein legendärer Schuss! Nun aber wieder zu anderen Sportarten wie zum Beispiel Baseball. Dieser Spieler hat eine ganz neue Taktik entwickelt, an die keiner zuvor gedacht hat. Warum den Ball nicht einfach schießen, anstatt ihn zu werfen? Und auch dieser Basketballspieler hat sich eine ganz neue Strategie einfallen lassen, aber seht selbst. Aber die beiden Läufer, die jetzt kommen, sind nicht weniger schlau und hatten, um ihr Rennen zu gewinnen, auch echt intelligente Schachzüge auf Lager. Der erste Läufer gewann einen Hürdenlauf dadurch, dass er mit dem Kopf voraus über die Ziellinie sprang. Diesen Mut muss man echt erstmal haben. Genauso schlau waren diese beiden Brüder bei einem Langstreckenlauf. Als sie beide mit ihren Kräften am Ende waren, halfen sie sich gegenseitig und gelangten so doch noch ins Ziel. Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Schaut euch, bevor wir zum letzten und vielleicht spektakulärsten Clip kommen, noch diesen Footballspieler an. Er versteckte sich im blau gefärbten Gras, um sich zu tarnen und von den Gegnern nicht erkannt zu werden. Echt keine Ahnung, wie er darauf kam. Schaut euch zum Schluss mal diesen Skispringer namens Stefan Kraft an. Um nicht disqualifiziert zu werden, versuchte er mit aller Kraft, dass seine Hände nicht den Schnee berührten. Er lehnte sich mit dem Rücken bei der Landung so weit zurück, dass er fast den Boden berührte. Übrigens war das auch der Weltrekordsprung im Skifliegen überhaupt mit 253,5 Metern. Eine echt krasse und intelligente Leistung. Und das war's auch schon mit 22 der genialsten IQ-Momente im Sport. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, welche Strategie ihr am meisten gefeiert habt. Abonniert sonst gerne unseren Kanal und liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Hier könnt ihr noch zwei weitere interessante Compilations von uns ansehen. Ansonsten Servus und bis zum nächsten Mal.